So, dann haben wir uns alle gut erholt und gestärkt. Wir hatten ja die Frage, wer sind wir Piraten? Und als nächstes wollen wir der Frage nachgehen, wer sind wir eigentlich nicht? Da gab es eigentlich dann auf dem Pad einen ganz griffigen Satz, so, wir Piraten sind nicht, da stand dann einfach nur drin, wir sind keine Volkspartei. Und ob das wirklich stimmt oder nicht, das wird uns dann der Wahrheit sein. 1, 2 oder 3. Gut. Gut, also im Prinzip. Soll ich jetzt nach vorne gehen oder nicht? Ich glaub, du kannst da sitzen bleiben. Ja, dann bleibe ich einfach mal sitzen. Nein, ich bleib einfach mal sitzen. Denn im Prinzip, jeder von uns hat natürlich irgendwie einen Rechner, vor sich, wie sich das gehört. Und wie ihr seht, alle in diesem aktuellen Pattern, den wir arbeiten. Das heißt, ich würde es einfach mal ganz unten weitermachen, um erstmal zu sammeln, wer wir nicht sind. Deshalb ist die Frage, wer ist es denn, der wir nicht sind? Also, wer ist denn in eurer Vorstellung, was stellt ihr euch vor, wenn ihr euch den deutschen Durchschnittsbürger vorstellt? Wie ist der? Flasche Bier in der Hand vom Fußballspiel. Hose zu und Wesen offen. Bildzeitung ist offen. Stimmt. Er sitzt auf der Couch mit einer Flasche Bier und schaut Fußball. So wie die Simpsons. Genau, wie die Simpsons. Der typische Homer Simpson. Mach ich mal einen Kommentar zu diesem? Tetzler. Also ich möchte nochmal der These widersprechen, dass wir eben in dem Sinne keine Volkspartei in dem Sinne sind. Wir haben schon ein Angebot, was sich an alle Leute richtet, nämlich gerade an die, die auf der Couch vom Fernseher sitzen. Und das war eben elektronische Mitbestimmung. Das heißt, wir haben das Angebot gemacht, oder eine Idee, die die Piratenpartei hat, ist ja nicht die Inhalte zu gestalten, sondern den politischen Prozess. Und ein Ansatz ist eben der, durch elektronische Medien mehr Beteiligungsmöglichkeiten zu schaffen. Das heißt zum Beispiel auch die Möglichkeit, von der Couch aus, vom Fernseher, sich zu beteiligen und abzustimmen über politische Themen. Meet the Democracy, Abschaffung der Parlamente und der Parlamentsfraktionen der Parteien in dem Sinne, das ist eine Idee, mit der wir uns beschäftigt haben. Und das ist ein Angebot, was sich an alle Leute richtet. Okay, das heißt, du sagst, wir sind eine Volkspartei, weil wir allen schon das Angebot gemacht haben. Nee, wir sind überhaupt gar keine Partei. Wir sind eine Bewegung, die das politische System verändern möchte. Dahin, dass es irgendwann keine Parteien gibt, sondern dass das System nicht von Berufspolitikern und von Parteien betrieben wird, sondern von den Bürgern selbst. Das ist die Idee. Wir haben noch eine Wortmeldung links. Ich wollte jetzt mal die Frage stellen, warum fragen wir uns jetzt, was der Durchschnitt Deutsche ist? Also was ist jetzt das pädagogische Ziel dahinter? Gut. Also ich habe gedacht, dass man das so aufziehen kann, weil die Frage dahinter ist, klar richtet sich unser Angebot an alle und klar ist es, dass wir möchten auch das politische System verändern, aber es gibt ja noch mehr. Auch als das Wort Partei ist auch nicht umsonst da, wir haben uns nicht ohne Grund diese Organisationsform gesucht. Es gab, muss da was gegeben haben, was es vorher im politischen System nicht gab, außer den Prozessen, außer den Abläufen, die natürlich auch, aber es gab noch Themen, die nicht angesprochen wurden und eine große Gruppe in der Gesellschaft, die sich nicht vertreten gefühlt hat und die keine Stimme hatte. Und die wir entsprechend versuchen zu vertreten, aus denen wir bestehen. Es gibt was diese Leute vereint, einen roten Faden, der sich dadurch zieht mit der großen Wahrscheinlichkeit. Und es gibt ein gewisses Lebensgefühl und eine Welt, in der die Leute leben, die man sich teilt. Deshalb ist die Frage, was bestimmt diese Leute, die hier arbeiten? Und im umgekehrten Fall, wo weicht man vielleicht vom Durchschnitt ab? Oder was ist... unterscheidet uns von der großen Masse der Gesellschaft, ist die Frage dahinter. Also wenn man es so genau aufziehen möchte, dann kann man sich anschauen, wie denn der deutsche Durchschnitt aussieht.
Interessant ist die Frage, wenn man sich anschaut, was sind so die typischen Durchschnittsdaten? Der durchschnittliche Deutsche ist ein Babyboomer, das sind die stärksten Jahrgänge bei uns, hat katholische oder evangelische Konfession, geht aber nur an Feiertagen zur Kirche. Die meisten Deutschen sind verheiratet, das sind knapp 2/3, sie haben 1,4 Kinder, wohnen in einem Mehrfamilienreihenhaus, haben Hund, Katze oder mindestens ein Meerschweinchen für die Kinder, für die 1,4. Die Einrichtung kommt zum allergrößten Teil von IKEA, die sieht recht ähnlich aus in vielen deutschen Haushalten. Deutschen sind ängstlich, die deutsche Angst ist ein Ding, was viele bei uns in der Gesellschaft vereint, insbesondere Verlustängste. Und in den meisten Haushalten steht ein Computer, läuft mit Windows XP und Internet Explorer 6. Das ist das, was mir jetzt erstmal spontan eingefallen ist und was man noch erstmal überlegen könnte. Die Frage ist, gibt es Dinge, die, wenn man sieht, dass das die breite Masse ist, wo treffen wir dort diesen Punkt, wo weichen wir davon ab und was ist vielleicht das Anliegen von der Gruppe oder wer könnte diese Gruppe sein, die wir vertreten? Wo könnten die Unterschiede liegen? Ja, ich glaube es einfach, das sind die veränderten Lebensrealitäten, die da sind. Also ein bestimmter konservativer Bereich, nämlich diese, wie vorhin schon genannt wurde, die halt zum Fußball gehen und so weiter, also eben tradiert. Und die Personen, die in der Piratenpartei, die interessieren sich auch für Fußball, aber für die ist das nicht der Lebensinhalt, sondern sie sehen, dass sich in dieser Gesellschaft irgendetwas verändert, und zwar in vielen Bereichen, und das möchten sie gerne mitgestalten. Ich möchte nochmal an das anknüpfen, was jetzt hier vorhin gesagt wurde. Ich frage mich auch, warum wir jetzt so stark uns mit dem Durchschnittsbürger beschäftigen. Es kann sein, dass man jetzt sagt, naja, lass uns angucken, sag ich mal, wie die Durchschnittsbürger ticken, dann konstruieren wir uns eine Programmatik, die für diese Leute irgendwie attraktiv ist. Das ist so der Ansatz, oder ich empfinde das so, dass die SPD häufig macht. Wir müssen das, was wir als programmatisch vertreten, das müssen wir auch authentisch vertreten. Das heißt, wir können uns nicht danach richten, was der Durchschnittsbürger sagt, sondern wir müssen das auf das schauen, was wir auch gefühlsmäßig halt wollen. Und deswegen verstehe ich nicht so ganz, warum wir jetzt so stark auf den Durchschnittsbürger schauen. Die Logik erschließt sich mir jetzt nicht so ganz. Ein klein wenig Geduld. Ich glaube, es wird demnächst zeitnah aufgelöst, aber wir hatten hier noch schnell zwei Wortmeldungen. Ah, drei. Also ich glaube, was wir als allererstes schaffen müssen, ist, dass wir den Leuten zeigen, dass wenn sie sich, also unser Versprechen ist ja quasi, wir ermöglichen Beteiligung am politischen Prozess. Das hat insofern fehlgeschlagen, als dass wir vorausgesetzt haben, dass Leute schon von vornherein einen gewissen Grad an politischer Bildung haben. Das heißt, da müssen wir vielleicht nochmal nachskalieren, wenn wir jetzt Beteiligung am politischen Prozess ermöglichen wollen. Das bedeutet, wir müssen A zuerst hinbekommen, dass wir den Leuten zeigen, dass wenn sie sich beteiligt, dabei auch was rauskommt, weil sie ja Zeit investieren und für dieses Investment wollen sie auch einen Return haben. Also dass man sehen kann, wenn wir unsere Zeit dafür hergeben, was bringt es mir? Und den Fehler, den wir da bisher gemacht haben, glaube ich, ist, dass wir, um nochmal auf den Punkt zurückzukommen, wer sind wir nicht? Wir sind nicht Leute, die Dinge auf den Punkt bringen können. Das ist natürlich im politischen Gedöns ist das natürlich schwierig, weil politische Gegebenheiten sind nie immer so einfach zu erklären. Da gibt es immer wahnsinnig viele Einflussfaktoren. Und das ist zum Beispiel auch eine Kritik, die man an Liquid Feedback haben kann, dass eben dieser ganze Antragsprozess und diese ganze Beschäftigung mit politischen Themen dann sehr ausfranst und auch sehr viel Zeit fordert von den Leuten. Das bedeutet, was man da hinbekommen müsste, wäre, das Ganze so weit zu destillieren und runterzubrechen, dass Menschen wirklich schnell etwas tun können, politisch, sich damit auch politisch ernst genommen fühlen und dann auch sehen, was daraus entstehen kann. Ich habe gerade gedacht, wir können jetzt die Kurve kriegen. Also ich finde dieses Bild vom typisch Deutschen eigentlich doch recht interessant, weil wenn wir das jetzt noch ein wenig in die Vergangenheit projizieren, dann kannst du noch mehr Klischees auspacken, kannst sagen, okay, er ist Alleinverdiener, einer in der Familie, ernährt die ganze Familie, sie bleibt daheim, also sowas vor 10, 15 Jahren. Und wenn man das jetzt aber in die Zukunft projiziert, dann
bin ich in der Piratenpartei, weil ich sage, diesen typischen Deutschen wird es in 20 Jahren nicht mehr geben. Also den gibt es wahrscheinlich in 5 Jahren schon nicht mehr oder in 10, weil halt gerade im Moment so viel Dynamik in der Gesellschaft drin ist, dass es komplett auseinanderbricht. Und der wahrscheinlich wird er in 10 Jahren immer noch auf der Couch sitzen und Fußball schauen, aber dann halt nicht mehr vor einem Fernseher, sondern vom Internetgerät und kann halt, und da können dann wir einschreiten und sagen, der Fernseher hat einen Internetanschluss, du könntest dann auch eigentlich auch schon dabei wählen. Also ich denke, die Piraten versuchen schon, auch mit BGE und was weiß ich, verschiedene Trends, die halt gerade im Moment absehbar sind, zu bearbeiten, da einfach Thesen aufzustellen, wie man damit umgehen kann. Letzte Wortmeldung, dann würde ich gerne Maximilian das Wort erteilen. Ich meine, den typischen Deutschen, den gibt es nicht, oder wer von uns hat 1,4 Kinder? Also, Vorsicht. Aber was in der Liste gefehlt hat, war, der typische Deutsche fühlt sich von der Regierung nicht mehr vertreten und von unserem Volksvertreter. Und das ist für mich ein Punkt, der sehr wichtig ist und den wir anpacken müssen. Also der Punkt war natürlich, das Ganze so aufzuziehen, die Frage, wo weicht man von dieser Norm ab? Und da gibt es nämlich ganz signifikante Punkte, wenn ich von Durchschnitt spreche, dann ist es für viele schon so ein Buzzword, das hat mit Statistik zu tun. Und das ist dieses Ding, wo man mit ganz vielen Zahlen und Datensätzen jongliert, auf jeden Fall. Es sind natürlich diese ganzen Durchschnittswerte aus Datensätzen herausgegriffen, die repräsentativ versuchen, zu erfragen, wie sieht es in unserer Gesellschaft aus. Einer von uns zum Beispiel, der bekannteste, ist der Zensus wahrscheinlich. In dem Fall habe ich es im Albus gemacht, der ist auch relativ groß. Die Frage ist, interessant ist, was fällt auf, wenn man sich uns anschaut? Die Leute, die sagen, sie finden uns interessant, die Leute, die sagen, sie würden uns wählen, und die Leute, die sagen, sie sind unsere Mitglieder. Und da fällt auf, dass diese Leute in vielen, vielen Bereichen ganz, ganz anders sind als diese durchschnittlich Deutschen. Wenn ein Computer im Haus steht, dann hat er meistens nicht Windows XP, sondern was Neues oder was völlig anderes. Sind in gewissen Bereichen zwar häufig noch ängstlich, aber haben den Wunsch nach Veränderung, der deutlich größer vorhanden ist als bei vielen Deutschen. Was mit der Einrichtung weiß ich nicht, aber sie haben keine klassischen Familienstrukturen. Sind zu viel kleineren Teilen verheiratet, lange nicht 2/3, sondern bei unseren Mitgliedern ist es ungefähr 1 oder bei unseren Sympathisanten, nur 1/3 statt 2. Das fällt definitiv sehr schnell auf. Konfessionelle Bindung ist kaum vorhanden, was die typische Religiosität angeht. Also man geht nicht mal nur mehr an Feiertagen in die Kirche, sondern will mit dem Ding eigentlich komplett nichts zu tun haben. Ob das jetzt ist, was einem egal ist, aber wenn ich dann glaubt, sei erstmal dahingestellt. Das besteht auf jeden Fall im Schnitt fast gar keine Bindung. Wir haben im Schnitt höhere allgemeine Schulabschlüsse. Abitur ist häufig, allerdings selten Hochschulabschlüsse. Solche Werte sind interessant, wenn man sich diese ganze Geschichte anschaut. Was der Punkt ist, in vielen Bereichen weicht man von dem, was heute in der Gesellschaft Norm ist, was viele Leute tun, ab und hat damit wenige Probleme mit der Abweichung. Und zwar, du hast vorhin schon gesagt, es sind Dinge, die in Zukunft sich verändern werden, die wahrscheinlich bald so nicht mehr vorhanden sind, diese Gesellschaft sich verändert und wir sind da vielleicht in einigen Teilen entweder weiter oder einfach nur anders oder wir haben keine Probleme davon abzuweichen. Allerdings gibt es Unterschiede. Wahrscheinlich, weil wir der Zeit voraus sind, aber es kann auch andere Gründe haben. Der Punkt ist der, dass wir Konzepte vorschlagen, teilweise, die unter Umständen Lösungen für diese Probleme anbieten, die andere noch nicht haben. Und da ist es die Frage, in welche Richtung wir das tun könnten oder was jetzt genau diese Geschichte ausmacht mit den Abweichungen. Da hängen ja auch viele Dinge mit dran. Es ist ja nicht umsonst so, dass wir als Partei zum Beispiel Datenschutz oder Persönlichkeitsrechte als ganz Besonderheit fördern, denn wer von in großen Teilen von einer Normalität oder von der Norm abweicht, der hat natürlich Interesse daran, sein Privatleben zu schützen, denn jedes Abweichen von der Norm kann unter Umständen dazu führen, dass es sozial sanktioniert wird. Ja. Gute Frage. Hast du die Zahlen vom Albus oder wie auch immer, die du dir angeschaut hast, irgendwann mit Daten von früher verglichen, inwieweit sich der übrigens im Fernsehinterview Thomas Müller genannt wurde, der typische Deutsche, das kommt noch dazu, inwieweit der von einem Thomas Müller von vor 20 Jahren abweicht, weil die Unterschiede auch in dem Familienbild sind mir jetzt nicht gerade neu. Also ich sehe jetzt kaum ein anderes Bild als vor 25 Jahren. Das war da habe ich mich mit solchen Zahlen mal beschäftigt.
Also Thomas Müller hat sich jetzt nicht groß verändert. Thomas Müller hat weniger Kinder als früher. Und hin und wieder lässt er auch seine Frau arbeiten. Aber immer noch nicht andauernd. Und der Ton ist schon aus dem Spiel. Ja, keine Ahnung. Und hin und wieder ist er mittlerweile vielleicht auch mit Thomas Meyer verheiratet. Aber grundsätzlich hat sich da recht wenig getan. So, aber war ich jetzt... Bitte? Aber hatten wir gerade Sexismus? Nein, überhaupt nicht. Nein. Es ging nur darum, dass eventuell heute der Durchschnittsdeutsche auch mal seine Frau auch zumindest zusätzlich verdient, was früher irgendwie üblich war, weil da muss ja die Frau auf die Kinder aufpassen. So, und am Herd kochen. Ich denke mal, dass darauf läuft, das waren wahrscheinlich die Ergebnisse dieser Studie, aber es spielt natürlich nur ein Durchschnitt wieder. Bloß ich habe eine Frage an den Vortragenden, ganz kurz. Also wirklich jetzt eine Frage, weil du gemeint hast, wir bieten schon Lösungen an für Probleme, die wir noch nicht haben, beziehungsweise die noch nicht erkannt werden. Eigentlich müssen wir nur so machen wie Apple, wir bringen ein Produkt auf den Markt, jetzt müssen wir es den Leuten nur noch verkaufen, weil es löst den Probleme und Ansprüche, von denen sie gar nicht wussten, dass sie die kriegen werden. Und da könnte eigentlich gar nichts schief gehen. Es wäre ja eigentlich so einfach. Nico? Gut, also... wir bieten schon irgendwo Lösungen für Dinge an, die es so noch nicht gibt. Wir haben ja, oder zumindest bieten wir andere Lösungen an, als die bisher schon auf dem Markt sind. Wir beschäftigen uns mit der Datenschutzproblematik mehr als alle anderen, auch weil es als Gefahr für die Demokratie, für die freie Meinungsäußerung sehen, wenn hier zu viel Privatsphäre geopfert wird. Wir sehen dort Probleme, die andere vielleicht in dem Bereich nicht sehen. Auch wenn wir eine Ebene weitergehen, in anderen gesellschaftspolitischen Bereichen, da haben wir bei uns in der Programmatik die Geschichte mit dem Postgender-Ansatz drinstehen, was etwas Neues ist. Wir sehen den Menschen mehr als seine Handlungen und aus der Summe seiner Handlungen und nicht als an äußerlichen Merkmalen wie Geschlecht oder Ähnlichem, weil sich das in dem Lebensraum vielleicht, den wir kennen, über das Internet oder über diese technologisierte Welt nicht unbedingt direkt darstellt. Da haben wir andere und neue Ansätze, die vielleicht andere noch nicht entdeckt haben und die wir schon drinstehen haben. Und wir haben auch, denke ich, die Möglichkeit, in anderen politischen Bereichen solche Konzepte zu entwickeln, die bisher noch nicht da sind, oder die zumindest Probleme lösen, die andere noch nicht gesehen haben. Das kann auch ganz andere gesellschaftspolitische Fragen betreffen. Also auch wenn wir über Familienstrukturen sprechen, dann wird es wahrscheinlich in Zukunft nicht mehr so sein, dass jeder, der alt wird, eine Familie hat, die auch für einen sorgt, dass die Kinder einen und unbedingt die Enkel einen versorgen, wenn man alt oder krank ist, weil man die vielleicht unter Umständen nicht selbst gezeugt hat oder ähnliches. Die Frage ist aber, wie man dann trotzdem alt werden kann und wie die Gesellschaft trotzdem füreinander Verantwortung übernimmt. Wir haben dort in verschiedenen kommunalen Programmen bei Piraten, habe ich oft gesehen, dass sich Dinge wie zum Beispiel Mehrgenerationenhäuser in der geschlagen haben, wenn es um die Versorgung von Alten ging. Konzepte, die andere Parteien jetzt so noch nicht drinstehen hatten in der Programmatik oder nur eingeschränkt. Was sich bei uns aber wirklich, wenn man sich es auf den einzelnen Gliederungen schaut, systematisch gezeigt und wiederholt hat. Nicht nur, weil die Leute voneinander abgeschrieben haben, sondern weil sich es anders entwickelt hat. Sie haben auch abgeschrieben, aber nicht nur. Und es ist auffällig, dass wir da teilweise andere Konzepte arbeiten. Ja, ich mache da mal weiter. Wenn ich den Satz lese, wir sind keine Volkspartei, verstehe ich darunter, dass wir als Partei keine Volkspartei sind wie CDU, CSU und SPD. Das verstehe ich darunter jetzt mal. Man kann ja auch fragen, ob wir, also das ging jetzt eher in die Richtung, sind unsere Mitglieder repräsentativ für die Bevölkerung, das ist wieder ein bisschen eine andere Frage. Aus meiner Sicht, nein, wir sind keine Volkspartei. Das mache ich daran fest, naja, was ist eine Volkspartei? Eine Volkspartei, zum einen hören wir auch häufig, und ich glaube, das stimmt auch durchaus, dass das mit den Volksparteien zurückgeht, dass es nicht mehr so ist wie vor 30, 40 Jahren, wo es irgendwie drei Parteien im Parlament gab und eigentlich nur zwei, drei mögliche Koalitionen und irgendwie noch 90-95% der Leute, die zwei großen Parteien gewählt haben, beziehungsweise die zwei großen Fraktionen, sagen wir es mal so. Die Volkspartei gelernt habe, und ich glaube, das ist auch eine ganz gute Definition, zeigen sich ja dadurch, dass sie in den ganzen verschiedenen Bevölkerungsschichten und Gruppierungen gewählt wird und auch wählbar ist und immer, also jetzt nicht überall gleich stark gewählt wird, aber überall diese Gruppierungen versucht anzusprechen, auch zu beteiligen, selbst in der Partei selber. Das heißt, es ist auch eine große Partei, per Definition muss es eigentlich so sein, und auch sagen wir mal, signifikant gewählt wird von all diesen Gruppen. Ja? Also jetzt nicht überall mit 60% oder so, aber überall so einen gewissen Sockel irgendwo hat.
Und das setzt zum einen voraus, dass die Gesellschaft nicht allzu komplex ist aus heutiger Sicht. Also ich sag mal, früher gab es weniger Segmente in der Gesellschaft als heute und das nimmt zu. Das heißt schon mal ein Grund, warum es schwieriger wird mit den Volksparteien. Und dann hat es natürlich noch einen anderen Faktor, und zwar, wenn ich sage, dass diese ganzen Gruppierungen auch irgendwo repräsentiert werden oder bedacht werden, hat es natürlich auch mit Geld zu tun einfach. Ich mache Geschenke. Ich muss den Leuten immer was hinwerfen, den ganzen verschiedenen Gruppierungen. Sehe ich so, dass das auch was mit der Volkspartei zu tun hat. Das, wenn man sich das anschaut, in den letzten Jahrzehnten Volksparteien gab es so lange, wie man halt jedes Mal Geld verteilen konnte oder irgendwas anderes, irgendwelche Zuwendungen für verschiedenste Gruppierungen machen konnte regelmäßig, um sich dann von denen wieder wählen zu lassen. Und in dieser Zeit gab es Volksparteien, das nimmt halt ab, auch wenn es immer noch Geschenke gibt. Deswegen denke ich, dass das bei uns auch nicht der Fall ist. Das ist auch nicht nur erschwert möglich. Ich nehme das jetzt gerade so wahr, dass ihr euch da schon was ausgedacht habt, schon vorgearbeitet habt, jetzt hier Thesen in den Raum stellt. Ich verstehe jetzt momentan nicht so ganz, wo ihr jetzt eigentlich mit dem hin wollt, strategiemäßig, weil das, was wir jetzt machen, ist, wir sprechen jetzt darüber, was ist eine Volkspartei, was will das Volk, was muss eine Partei vielleicht für Lösungen anbieten. Ich glaube nicht, dass die Piratenpartei ein Problem damit hat, dass sie keine Programmatik hat, dass sie keine Lösung angeboten hat. Wir haben vor allen Dingen in der Partei intern Probleme. Ja? Weniger damit, Programme zu erzeugen. Ja? Man kann das auch schlecht vorgeben und sagen, wir brauchen jetzt dies und jene Programmatik, weil Programme beschließt halt die Basis. Und da kann jeder Anträge stellen, ja. Das heißt, man kann, anders als bei der CDU, bei der Piratenpartei, nicht wirklich planerisch sagen, wir brauchen jetzt diese oder jene Programmatik für diese oder jene Leute. Weil das muss sich eben einfach entwickeln. Ich stelle mal die Frage, wo wollt ihr jetzt mit dieser Diskussion hin? Ich nehme das halt so wahr, dass wir in der Partei massive innerparteiliche Konflikte haben und hatten. Wir haben ein massives innerparteiliches Problem mit der Zusammenarbeit. Viele Leute sind verärgert. Das und ist alles lang und breit bekannt. Das hat wahrscheinlich jeder von uns hier mitbekommen in den letzten zwei Jahren. Genau. Aber genau diese internen Dinge sehe ich jetzt hier nicht in den Diskurs. Das ist der nächste Punkt im Programm. Nee. Und das ist auch hier oben mehr oder weniger teilweise. Das wird nie zum Diskurs. Vielleicht könnt ihr einfach das noch mal sagen, wo ihr jetzt mit diesem Diskussion halt hinwollt. Ich verstehe gerade den roten Faden nicht so ganz. Okay. Eine Wort. Beantwortet es. Okay, am besten. Gut, also das Wir sind keine Volkspartei steht da jetzt so erstmal als Frage, steht da jetzt als These angeworfen. Die Idee dahinter ist, wenn man das als These anwirft, erstmal die Frage zu beantworten, sind wir vielleicht doch eine Volkspartei? Und falls nicht, was sind wir dann? Eine Volkspartei ist in der Regel eine Partei, die versucht, die große Masse der Bevölkerung zu vertreten. Das heißt, sie versucht, einen möglichst großen Teil der Bevölkerung in ihrer Politik zu integrieren. Natürlich ist unser Versuch, sind wir als Partei für große Teile der Bevölkerung wählbar und unsere Inhalte sind für viele interessant. Wir sind aber mit dem, was wir vertreten oder mit dem, was wir bisher in Programmatik aufgestellt haben, mit Sicherheit keine Partei, die diese Masse des Volks abbildet und für die wir wirklich Politik machen würden. Denn wir sind im Kern, wenn wir das so anschauen, wenn man den Fachbegriff nimmt, ist keine Volkspartei, sondern eine Klientelpartei. Wir haben eine Klientel, auch wenn es sich böse anhört. Und das ist der Gedanke dahinter, die Frage etwas, wer sind wir nicht? Im Klingelschluss, wo kommen wir her? Wen vertreten wir? Wer sind diese Leute, die Partei gegründet haben? Was ist der ganze Ansatz dahinter? Dass man sich das nochmal genauer anschauen kann. Wenn ich da vielleicht... Noch eins, was ich vergessen habe darüber. Dieser rote Faden mit der Programmentwicklung. Wir haben Programme und die sind auch sehr schnell entstanden. Die Frage dahinter ist nur, die Grünen sind auch entstanden, auch aus einer Bürgerbewegung hin zu einer Partei. Wir haben einen Grund, aus dem wir entstanden sind und wir haben ein Programm, das wir entwickeln. Was bisher vielleicht gefehlt hat oder was wir genauer darstellen müssen, ist intern wie nach außen, wo der rote Faden in unserem Programm liegt, wie wir unsere Positionen voneinander ableiten, wo wir sie herleiten können und wo wir damit eigentlich hin möchten, ob sich dann ein gewisses Bild, ein Gesamtbild aus der Politik zeichnet. Genau das ist die Frage, um die es jetzt eigentlich gehen soll. Ja. Also wir können jetzt hier an diesem Tisch uns viel einbilden, effektiv Programm beschließt der Parteitag. Das
Es geht doch gar nicht um Programm. Also ich bitte dich, wenn du bis jetzt nicht mitgekriegt hast, dass ein Programm im politischen Geschehen nur Blendwerk ist. Auch unser eigenes. Auch unser eigenes. Dann weiß ich leider auch nicht, was du in den letzten Jahren in dieser Partei mitgekriegt hast. Nein, aber um auf die Frage zurück, aber wirklich, Programm pro Schmarrn. Also, wen interessiert das Programm? Niemand. Alle Leute reden immer von Programm, aber niemand liest es. Ja? Und deswegen, Programm ist einfach Blendwerk. Das ist so die Kühe. Die Pflicht ist eigentlich, die Themen zu setzen. Aber um nochmal zurückzukommen auf, dass wir eine Klientelpartei sind, dem würde ich gerne zustimmen. Und ich glaube, wir haben unser Klientel einfach verschreckt durch diese thematische Erweiterung. Ich bin jetzt nicht jemand, der sagt, wir müssen bei den Kernthemen unbedingt bleiben und andere Dinge sind nicht auch wichtig. Aber ich würde halt schon sagen, dass man sich mehr in der weiteren Ausgestaltung unserer Strategie und auch in der Programmatik sollte man sich vielleicht darauf konzentrieren, wie man aus bestehenden Programmpunkten Position ableiten kann, und das geht wunderbar. Ich weiß nicht warum, doch ich weiß warum. Das Ding ist, die Dinge, die neu ins Programm aufgenommen worden sind, ist halt durch diese Mitgliederschwärme. Ja, sorry, wir haben ja vorhin schon festgestellt, dass wir nicht auf den Punkt kommen können. Alright, aber okay, ich fasse schnell zusammen. Also, jetzt einfach mal als These: So, die Blogosphäre ist unser Klientel, und damit meine ich die Leute, die eben einen alternativen Journalismus pflegen und die durch die Netzpolitik, die sich jetzt abzeichnet, die in den nächsten Jahren so vorangetrieben wird, was man jetzt zum Beispiel auch schon sieht mit der Telekom, wo ja neulich mega, also halb groß in der Presse war, dass die jetzt anfangen, eben ihre eigenen Dienste zu fördern und andere Leute dann quasi zu drosseln und sowas. Das sind eigentlich die Leute, für die wir unsere Klientelpolitik machen, damit die quasi die Infrastruktur des Netzes weiterhin frei nutzen können. Jeder, der darauf angewiesen ist, für seinen Lebensunterhalt oder um aus welchen Gründen auch immer die Infrastruktur des Netzes frei nutzen zu können, das ist unser Klientel. Und diese Leute haben wir verschreckt, indem wir uns von diesem ursprünglichen Gedanken, dass wir das Netz frei halten wollen, abgewandt haben. Also wir haben zwar gesagt, ja, das machen wir schon noch, aber wir müssen uns jetzt erstmal um was anderes kümmern. Und wenn wir jetzt wieder zurückkommen könnten zu dem Punkt, dass wir sagen, die Netzinfrastruktur muss frei bleiben aus demokratischen Gründen und um die Demokratie am Leben zu halten, dann könnte man vielleicht gucken, ob diese Leute wieder zurückkommen. Und die haben uns nämlich auch die Sichtbarkeit in den Medien gegeben, weil viele Leute in der Blogosphäre sind ja eben gerade aus den Medien. Das sind Journalisten, viele freie Journalisten, die halt, das steht hier, und das wäre wahrscheinlich ein guter Ansatz. Du hast vorhin den roten Faden vermisst. Ich hätte es vielleicht am Anfang nochmal deutlicher sagen sollen, weil die Mittagspause dazwischen war und du das dann vielleicht vergessen hast. Wir haben uns am Anfang versucht anzunähern und herauszuarbeiten, wer wir sind. Und ich habe vorhin gesagt, vor der Mittagspause, wir versuchen jetzt mal den Gegenansatz, uns an der These, wer wir nicht sind, oder eben halt bei der Aussage, wir sind keine Volkspartei. Jetzt können wir uns darüber unterhalten, ob wir eine Volkspartei sind oder Volkspartei sein wollen oder was wir tatsächlich, also was wir wollen oder eben halt über den Weg hin, was wir eben nicht sind. Vorhin haben wir ja eben, ich habe die These in den Raum geworfen, wir sind Außenseiter, wir haben viele andere Begriffe vorhin dafür benutzt, und um das andersrum aufzuziehen, was wer wir nicht sind, das werden jetzt im der Versuch, uns nochmal zu definieren, wer wir sind. Wenn du jetzt ansprichst Strategie, wir entwickeln hier keine Strategie. Das nur nochmal vorweg. Wir sind erstmal bei dem Fundament davor. Ich wollte das jetzt nicht vorweggreifen, aber nur um das aufzulösen. Um eine Strategie zu entwickeln, müssen wir ein Fundament legen. Und das Fundament bedeutet Bestandsaufnahme. Wir müssen erstmal herausfinden, wer wir selber sind. Und wenn wir wissen, was wir sind, müssen wir herausfinden, was wir können. Also wenn wir herausgefunden haben, wer wir sind, erarbeiten wir, was wir können und was wir auch der Zielgruppe, bei uns, dem Wähler, was wir demjenigen anbieten können.
Der nächste Punkt ist, dass man herausarbeitet, wo sind wir besser als die Konkurrenz unserer Mitbewerber, anderen Parteien. Du stellst mehrfach in den Raum, wir sind gar keine Parteien. Die Mehrheit dieser Partei versteht uns schon als Partei, sonst würden wir nicht an Wahlen antreten, dann können wir das nämlich gleich bleiben lassen. Aber wir können auch an einem anderen Tag vielleicht mal diese These auch diskutieren. Aber wir sind als Partei hier. Und jetzt wollen wir uns eben nach wie vor dem Fundament nähern, wer wir sind, oder jetzt eben halt anders, den anderen Ansatz, wer wir nicht sind. Und da ist jetzt eben die These, dass wir keine Volkspartei sind. Als wir die Erfolge bei den 4 Landtagswahlen hatten und die Umfragen ins Zweistellige gegangen sind, da haben viele dieser Parteimitglieder sich auf den Weg gemacht, oh, wir sind jetzt schon 30.000 Mitglieder, wir müssen unser Programm erweitern, weil wir ja kein Vollprogramm haben. Wir bewegen uns in Richtung einer Volkspartei, weil die Volksparteien werden ja immer kleiner und wir werden größer, wir sind bald so groß wie die Grünen. Und daraus sind Ansprüche erwachsen, die in Richtung einer Volkspartei gegangen sind, auch mit der Programmerweiterung. Wenn du gemeint hast, dass wir jetzt keine Probleme mit der Programmfindung oder sowas haben, da sage ich, das ist ein ganz großes Problem, aber da wollen wir dann im nächsten Block näher bei der Problemanalyse ansetzen. Meine These ist nur, wir haben viel zu viel Programm und nicht zu wenig, weil wir ja eher auf dem Weg waren, eine Volkspartei zu werden. Und jetzt steht eben im Raum, wir sind gar keine Volkspartei, also sollten wir uns auch gar nicht in diese Richtung bewegen. Und deshalb sollten wir jetzt drüber nachdenken, wer wir eben sind. Und dann jetzt eben in diesem Blog, wer wir eben nicht sind. Und um mehr darauf einzugehen oder eben zu diesem Ziel zu kommen, um uns selber kennenzulernen, um uns selber mehr zu definieren, wenn euch eben dieser Begriff Außenseiter nicht gefällt, müssen wir eben halt erarbeiten, welcher Begriff besser ist. Und hier steht jetzt die These im Raum, wir sind keine Volkspartei, die kann man jetzt unterstützen oder man kann dem entgegnen. Das wäre jetzt die Aufgabe, die Herausforderung, eben heranzuleiten und eben halt eine These aufzustellen, wir sind keine Volkspartei. Deshalb war der Ansatz gut. Bisschen weit ausgeholt, aber wir haben jetzt gehört, wir sind in Wirklichkeit eine Klientelpartei und eben keine Volkspartei. Ich wollte nochmal sagen, das Prinzip Volkspartei funktioniert ja gerade nicht mehr, sondern alle großen Volksparteien haben ein Problem, und zwar weil diese Bindung einfach nicht mehr da ist. Also sie wechseln die Parteien, jeder wählt etwas anderes. Und so weiter. Deswegen macht es gar keinen Sinn, irgendwie eine Volkspartei zu machen. Das sind bestimmte Leute, die haben eine bestimmte Prägung, aber aufgrund bestimmter Punkte gehen sie her und wählen andere Parteien und wechseln auch ihre Meinung. Und wenn man sagt, wir sind jetzt eine Klientelpartei, dem kann ich auch nicht so zustimmen, weil wenn wir jetzt sagen, wir sind eine Netzpartei, dann sind wir auch nebenher eine Partei, die sich extrem in der Drogenpolitik engagiert hat. Das sind eigentlich zwei Dinge, die zunächst mal du nicht ableiten kannst aus dem Netz. Und so gibt es viele interessante und innovative Bereiche, die in dieser Partei aufgenommen werden, die aufgrund der veränderten Lebensbedingungen stattfinden. Und das ist das, was die Partei ausmacht. Ja, ich gehe nochmal auf das ein, was du jetzt gerade gesagt hast. Also erstmal die These, wir sind keine Volkspartei, unterstütze ich. Schon allein deshalb, weil ich ja auch sage, wir sind keine Partei. Wenn man keine Partei ist, ist man auch keine Volkspartei. Aber der Punkt ist halt, wir sind keine, auch wenn wir eine Partei sind, natürlich keine Volkspartei. Es gibt halt nur zwei Volksparteien. CDU und SPD sind die einzigen Parteien, die überhaupt den Anspruch erheben können, dass sie eine Volkspartei sind. Denn eine Volkspartei muss eine Partei sein, die eine Zustimmung hat von 40-50% bei Wahlkämpfen. Wenn eine Partei nur 8% hat oder so, dann heißt das ja, dass 92% sie nicht wählen konnten. Und das heißt, das ist dann also immer eine Minderheit. Also da muss man erst mal überlegen, was ist eigentlich eine Volkspartei? Das wäre dann halt die CDU. Ja.
Das ist die einzige Partei, die tatsächlich diese hohen Zustimmungswerte hat, dass die sagen kann, Jung und Alt, Ost und West und so weiter, haben wir alles. Ja? CDU, CSU. Genau. So. Diese These, wir müssen uns auf unsere Wurzeln besinnen und müssen eine Netzklientelpolitik machen. Der würde ich halt ganz gerne widersprechen. Weil ich glaube nicht, dass das erfolgreich sein kann, allein mit Netz- und Datenschutzthemen. Es wurde ja nicht gesagt, dass wir... Darf ich das nicht ganz kurz einmal sagen? Ja, aber er hat das eigentlich sogar ausgeführt, dass man das Programm von diesem Kern ableiten soll. Nicht, dass wir die Netzklientel... Genau, die Netzklientel, genau. Nur die Netzklientel... gerne eingewendet werden. Ja, also, der Punkt ist halt, was wir, glaube ich, in den letzten Wahlkämpfen sehr gut gesehen haben, ist, der CDU hat eine Zustimmungswerte von 41% gehabt. 41%. Diese Zustimmungswerte hat sie gehabt, als der NSA-Skandal losging, und die hat sie heute immer noch. Ja, das heißt, da hat sich eigentlich nichts verändert. Ja, das heißt, allein über diese Themen schaffen wir das eigentlich nicht, attraktiv genug zu sein, um in einen Bundestag gewählt zu werden. Da muss man die Themen adressieren, die für Bürger wichtig sind. Das sind auch vor allen Dingen finanzielle Themen. Das ist die Frage der wirtschaftlichen Entwicklung. Viele Leute wählen eben mit dem Portemonnaie. Die sagen dann zwar, ja, es ist gut, dass die Piraten sich für Freiheit im Internet engagieren, aber dieses Thema alleine reicht nicht aus, um genug Wählerpotenzial zu mobilisieren, um in einen Bundestag zu kommen. Deswegen alleine muss man ein Programm über netzpolitische Urheberrecht, Drogenpolitik, Themen hinaus erweitern in, sage ich mal, die klassischen Politikfelder, Sozialpolitik, Finanzpolitik, Wirtschaftspolitik. Okay, das ein Punkt kommen am Schluss. Genau, das war jetzt halt der Punkt. Also ich bin der Meinung halt, wir sind natürlich keine Volkspartei, trotzdem müssen wir in klassischen Politikthemen Programmatik bringen. Wir dürfen uns nicht nur auf, sage ich mal, unsere netzpolitischen Wurzeln halt beschränken. Okay, alles klar. Wie lautet die Thema dann? Also da habe ich schon gleich. Also wir haben unser Programm erweitert auf alles Mögliche und wir wurden dafür auch nicht wahrgenommen. Das ist so der erste Punkt. Wir haben Rentenprogramme, wir haben alles Mögliche zur Wirtschafts- und Finanzpolitik und dafür werden wir nicht wahrgenommen. Als wir ein reines Netzprogramm hatten, hatten wir 2009 2%. Als wir ein Vollprogramm hatten, hatten wir 2013 mit NSA-Skandal 1,8 oder 1,4. Ja, das war jetzt bei der Europawahl. Ist ja egal. Auf jeden Fall haben wir nicht gewonnen, dadurch, dass wir ein Fallprogramm haben. Gut, das zum einen. Zum anderen bei dir, Matthias. Das ist halt eine andere Klientel. Wir müssen natürlich mehr als nur eine Klientel ansprechen. Die Frage ist, glaube ich, worauf wir auch hinaus wollen, welche Klientel wollen wir ansprechen. Wir können natürlich nicht nur die reine Netzpolitik-Klientel ansprechen, sondern wir müssen auch noch die Kiffer-Klientel ansprechen, also diese ganzen Gruppen, die Ron am Anfang aufgelistet hat, wären so diese Klientels, die wir ansprechen können. So. Also wenn, dann, oder wer ist denn das eins, nächste dran? 1, 2, 3, 4. War ich der Eins? Gut. Ich wollte nur kurz auf dich eingehen. Ich bin da ein bisschen anderer Meinung. Ich glaube nicht, dass es der Inhalt Netzpolitik war, der diese Aufmerksamkeit erregt hat, sondern die Tatsache, dass dieser Inhalt neu war. Das hat sonst keiner gemacht. Weil das Neue ziehen Menschen. Ich glaube nicht, dass es der Inhalt war. Und die Aufmerksamkeit ist deswegen zustande gekommen, weil es eben neu war. Es war eine Neuigkeit. Da hat sich jemand über was ganz anderes Gedanken gemacht. Und das führt mich zum nächsten Schritt, nämlich zu sehen, was steckt dahinter. Das werden wir dann auch irgendwann in Form von einer Wertediskussion haben, heute nicht mehr, um dann eben dieses Prinzip zu erkennen. Und auf Matthias wollte nur kurz antworten, das mit der Volkspartei, die es nicht mehr gibt. Ich würde mich sehr freuen, wenn wir keine Volkspartei wären und in den Genuss von 48% bei der Landtagswahl kommen, so wie das hier ist. Also, ich weiß nicht. Ich glaube, dass die alle, wir haben, das ist mal in einem Boot, alle Parteien. Das Problem ist immer weniger zur Wahl gehen, weil es einfach ankotzt. Dieses Theater, was da dauernd läuft. Ne? Das ist so. So nimmt man das wahr. Die haben alle keinen Bock mehr. Was soll das? Ich den Mist anhören.
Also ich glaube, es gibt schon noch Volksparteien. Trotzdem, dass es Wechselwähler halt auch gibt. Ja, ja, durchaus. Ja, ist mir jetzt auch wurscht. Zunächst mal, ich bin froh, dass wir keine Volkspartei sind. Denn ich sehe die klassischen Volksparteien auch noch als Gefahr für die Demokratie, weil die alle versuchen, letztlich zur Einheitspartei zu werden. Sehen wir ja sehr schön in Bayern. Da haben wir ja schon eine. Auf der anderen Seite müssen wir auch vorsichtig sein, was Klientelpolitik angeht. Und eine reine Klientelpartei sollten wir auch nicht werden. Denn wenn die Piraten die Klientelpartei geblieben wären, die sie 2009 waren, dann würde ich nicht hier sitzen. Bei mir kam die Sache mit den Piraten dadurch zustande, dass in Lindau ein Bürgermeister gewählt werden musste. Und wir haben in Lindau eine ganz blöde Diskussion mit Bahnhöfen, will ich jetzt gar nicht ins Detail gehen. Ist ja sehr bekannt, wenn auch sich viele Leute, ohne die Details zu kennen, darüber lustig machen. Aber da wurde ein neuer Bürgermeister gewählt und es wurden gleichzeitig Pläne bekannt gegeben, was da passieren soll. Die CSU hat uns vorgerechnet, dass zwei Bahnhöfe billiger sind als einer. Und die Leute haben das geglaubt. Also die glauben es immer noch. Das ist das Entsetzliche dabei. Aber ich habe mich dann bei allen Parteien erkundigt, wie sie es halten. Und die haben alle solchen Schwachsinn verzapft. Und wirklich in meiner allerletzten Not habe ich auch noch bei Piraten nachgeschaut und habe festgestellt, verdammt nochmal, es sind die einzigen, die rechnen können. Die haben, und zwar auch dann noch in anderen Punkten der Kommunalpolitik, stellte sich raus, die sind mit mir voll einer Meinung und die anderen Parteien kannst du alle vergessen. Und dann habe ich angefangen, mich hier zu engagieren. So, also zuerst muss ich dir widersprechen, dass wir keine Partei sind, wir bekommen Parteienfinanzierung, deswegen sind wir eine Partei. Punkt. Ist einfach so. Kannst du darauf antworten? Nee, ich sehe schon, wir sind keine Partei. Kannst du gleich so. Dann was die thematische Verbreiterung angeht, das ist einfach, im Moment ist das kompletter Schwachsinn. Wir stehen als Partei vor dem Abgrund, ja, und überlegen uns, wie wir da irgendwie rauskommen könnten. Und anstelle, dass wir uns eben auf das besinnen und selber erstmal thematisch konsolidieren, versuchen wir genau dasselbe, was uns an diesen Abgrund geführt hat, jetzt wieder weiter zu spinnen, weil wir total panisch sind und wir agieren nicht, sondern wir reagieren. Wenn wir agieren wollten, dann müssten wir erst einmal wieder an den Punkt kommen, wo wir am Anfang waren. Und ich glaube, das ist auch, wenn man gerade von uns als Bewegung ausgeht, ist es gerade wichtig, dass wir uns auf dem Feld aufstellen, was noch nicht besetzt ist. Die Netzpolitik ist immer noch stiefmütterlich von den anderen Parteien irgendwie. Die haben alle keine Ahnung, wenn du dir anguckst, was der Oettinger gesagt hat. Also wirklich, die haben alle keine Ahnung von Netzpolitik, sie tun nur so und es wird relativ einfach sein, ihnen das vorzuhalten. Ja, schön, die Grünen haben jetzt ein paar Leute, die twittern, die SPD haben jetzt ein paar Leute, die twittern, die Dorothea Bär, die twittert auch, alles schön und gut, aber das ist keine netzpolitische Kompetenz und die haben nur wir. Das heißt, wenn wir einen politischen Kampf führen wollen, dann müssen wir das von einem Territorium aus machen, was noch nicht besetzt ist. Und das ist die Netzpolitik und das ist unser Territorium. Und wir werden jetzt nicht damit anfangen, irgendwie uns neue Claims zu holen, bevor wir unseren eigenen nicht abgesteckt haben. Das ist das, was ich meine, wenn ich sage, dass wir uns nicht thematisch verbreitern sollten. Weil wir dadurch nämlich wieder nur in diese ganzen Interessenskonflikte kommen, die uns jetzt auch diesen internen Konflikt beschert haben. Das heißt, wir müssen uns erstmal thematisch konsolidieren, damit wir uns auch personell konsolidieren können. Und dann können wir in Mannstärke und Fraustärke, Menschstärke, was auch immer, den politischen Gegner fertig machen. Auf unserem Gebiet. So, und dann, wenn wir dann eine Position erreicht haben, wo man sagt, okay, die haben hier etwas, wo sie kompetent sind, dann können wir sagen, aber schaut her, wir haben noch mehr. Okay, dann Ron. Ron war noch vor euch allen. Hallo? Ron war noch vor euch allen. Der will eigentlich die ganze Zeit schon was sagen. Oder so. Ich werde hier ein paar Mal übergangen. Bist ein Außenseiter. Genau, ich bin ein Außenseiter. Ich finde es gut, wenn ihr meine Thesen unterstützt. Was im Moment hier noch nicht funktioniert, ihr wollt alles Mögliche diskutieren. Das ist schön. Wir diskutieren aber im Moment überhaupt nicht an der Sache.
Die These ist, sind wir mal Volkspartei. Darauf solltet ihr jetzt eingehen, dass ob wir jetzt eine Volkspartei sind oder nicht, mit der Zielsetzung, wer wir tatsächlich sind. Wer sind wir? Es geht nicht darum, wo wir uns Sinn begeben sollen oder wo wir herkommen, sondern wer sind wir? Das ist das aktuelle Thema. Und die Frage ist, ob wir eine Volkspartei sind oder nicht. Und ich kann es zum Beispiel jetzt nicht verstehen, wenn man sagt, ja, wir sind keine Volkspartei, aber wir müssen Volkspolitik machen. Also die These kann ich dann in keinster Weise nachvollziehen. Wenn wir sagen, wir sind keine Volkspartei, dann brauchen wir auch kein Vollprogramm, sondern wir vertreten ein bestimmtes Klientel. Ich habe gesagt, wir sind eine Partei der Außenseiter, eine Partei der Individualisten, eine Partei, die eine Menge Randgruppen verbindet. Und da könnt ihr gerne mal eine Gegenthese aufstellen. Das habt ihr zwar noch nicht geschafft, aber ihr könnt euch heute mal nochmal dran versuchen. Wenn ich Ihnen mal sage, wir sind eine Partei der Außenseiter, dann verbinden wir darüber eine ganze Menge verschiedene Arten von Politikfelder. Aber eben nicht eine Politik, eine Volkspartei. Weil Außenseiter wählen keine Volkspartei und haben auch nicht Teil am Mainstream und interessieren sich dann auch nicht für die gesamte Art der Politik. Sie haben einen anderen Blick auf die Gesellschaft. Und das, was am Anfang schon schön war, dass Piraten eher Vordenker sind, die eben halt in die Zukunft schauen und nicht wie eben bisherige Parteien, die eben halt rückwärts gewandt sind. Also auch den Fehler, den jetzt in der Diskussion ist, also, dass wir irgendwie zu den Wurzeln zurück müssten oder sonst irgendwas, das müssen wir auch nicht. Also deshalb würde ich euch gerne nochmal bitten, darauf den Fokus zu legen, wer wir sind. Also nicht darüber diskutieren, was wir alles sein sollten oder könnten oder wollten, sondern wer wir sind und eben halt an der These Volkspartei aufreiben. Okay, dann antworte ich dir direkt darauf. Aus meiner Sicht, wir sind keine Volkspartei. Zum Beispiel haben wir keine Vertretungen für Arbeitnehmer oder für Arbeitgeber. Ich mache das nicht an der Größe der Partei fest. Das heißt also nicht jetzt Großpartei versus Kleinstpartei, sondern an der Konzeption, an der Aufstellung inhaltlicher Art, wie die einzelnen Parteigänger sich selbst einbringen, zum Beispiel als Arbeitgebervertreter. Dann würde ich, nachdem ich also festgestellt habe, dass aus meiner Sicht die Piraten keine Volkspartei sind, erklären, dass wir ein Teil der Netzgemeinde sind und als solche eine Bewegung mit Parteistrukturen. Das ist jetzt, hört sich vielleicht wie ein Zwitter an, aber ich werde beiden Vorstellungen, die immer noch gut beheimatet sind hier bei den Piraten, gerecht. Einmal der Vorstellung, dass wir ausschließlich Partei sind, und dann der Vorstellung, dass wir aber auch zu einer Bewegung gehören. Wie auch immer geartet, wir haben vorhin die einzelnen Label gehört, angefangen von Digital Native über Bloggerpartei etc. Zudem Außenseitertum, wir sind offensichtlich noch nicht darüber hinweg. Die Gesellschaft ist nicht nur in Deutschland, sondern in der westlichen Welt immer weiter segmentiert und fragmentiert. Das heißt also, es ist immer schwieriger, Partei zu sein, die mit dem Label Volkspartei antritt. Wir sehen das zum Beispiel an der SPD. Innerhalb weniger Jahre ist sie von über 1 Million Mitgliedern auf signifikant, ich meine, es sind jetzt um die 600.000 geschrumpft. Sie ist nicht mehr in der Lage, mit dem Label Volkspartei diese fragmentierten Gesellschaften, könnte man schon fast sagen, plural, zu integrieren. Sie ist auch nicht in der Lage, mit der geschichtlichen, mit dem geschichtlichen Hintergrund und den Leuten, die jetzt an der Spitze sind, Netzpolitik zu integrieren. Ich kann tatsächlich sagen, dass nur eine einzige Person in ganz Bayern Netzpolitik
für die SPD wirklich voranbringen kann und möchte. Das ist eine junge Politikerin. Dem Stream brauche ich jetzt nicht den Namen zu nennen. Wenn ich jetzt also schon festmachen kann an einzelnen benennenswerten Politikern aus anderen Parteien, dass dort ja auch noch Netzpolitiker sind, dann muss ich aber feststellen, dass ich, wenn ich die Piraten als Gesamtmenge nehme, von vielen ausgehen kann. Da hätte ich also durchaus ein Label, wo ich sage, die meisten Piraten haben irgendwas mit Netz zu tun. Insofern kann ich dem Ron dann entsprechen und sagen, okay, wenn du das tatsächlich mit dem verbrannten Begriff Klientel belegen möchtest, dann wären wir eine Klientelpartei. Ich warne allerdings aus historischen Gründen davor, von Klientelpartei zu sprechen. Lieber denke ich mir einen anderen Begriff aus, denn unter Klientelpartei, wenn ich nicht gerade in die Historie zurückgreife, könnte ich auch Mövenpick verstehen. Ja. Ich glaube, damit soll es erstmal genug sein. Du hattest noch? Ja, tatsächlich. Habe ich nämlich vorhin noch was vergessen, auf ihn zu antworten, wenn ich schnell darf. Nee, 1, 2, 3, 4. Ja, ich hab mich da ein bisschen emotionalisiert, echauffiert, aber... Weil wir so schön bei Thesen und Antithese sind, möchte ich mal eine Antithese und eine andere These aufstellen. Und zwar sind wir eine Partei, die von der Bevölkerung gewählt werden möchte, weil sie eine zukunftsorientierte Politik für die Bevölkerung macht. Und das ist eben keine Klientelpartei, dass man sagt, man schränkt das so extrem ein. Das Problem ist viel weiter aufgestreut. Und dass wir unsere Themen nicht in den Vordergrund gebracht haben, das ist im Prinzip war eigenes Unvermögen. Also es gibt keinen Grund, warum wir unsere Netzpolitik nicht in der Öffentlichkeit so präsentieren können und dass uns, wenn wir andere Themen bringen, dass das uns schadet. Das glaube ich nicht. Sondern es liegt schon daran, dass diese Netzthemen eben nicht gut genug gemanagt wurden. Hätten wir das gemacht, dann können wir auch uns mit anderen Themen beschäftigen. Also ich glaube, momentan diskutieren wir hier gerade die These Netzpartei versus Vollprogramm. Ja, nein, nein. Doch, das ist so, weil wenn du sagst, wir sind keine Volkspartei und du schlussfolgerst daraus, deswegen brauchen wir auch kein Vollprogramm. Wir sind heute keine Volkspartei. Wir wissen aber, dass wir etwas erreichen wollen. Wir wollen in einen Bundestag. So. Oh. Meiner Meinung nach schon, weil ansonsten macht das überhaupt gar keinen Sinn, wenn wir da nicht hinwollen, dass wir überhaupt uns diesen ganzen formalen Zwängen unterwerfen, die man braucht, wenn man eine Partei ist, dass man ständig Kandidaten aufstellen muss, Rechenschaftsberichte abgibt und so weiter. Ansonsten können wir auch eine Netz-NGO sein, wie viele andere, und einfach sagen, hey, lass uns eine Demo organisieren, lass uns irgendwie auf Twitter irgendwie was machen, so wie ganz, ganz viele Leute das halt machen. Es ist viel easier als Partei. Braucht man auch kein Schiedsgericht und so weiter. Ist ganz easy. Wenn wir sagen, wir wollen in dem Sinne, sage ich mal, eine Partei sein, ja, das wollen wir deshalb, weil wir wollen in den politischen Prozess rein, in den Parlament rein, ja, dann ist die Frage, wie kommen wir da rein? Und es ist vollkommen offensichtlich für mich, nur allein mit Netzthemen kommen wir da nicht rein, weil die reichen nicht aus, um uns da reinzubringen. In den Bundestag. Hier wurde gesagt, ja, es ging uns eigentlich besser, als wir noch nicht in Anspruch hatten, auch in klassische Politikfelder zu expandieren. Natürlich kommen wir, sage ich mal, aus dem Netz. Unsere Kernthemen, die uns angestammt sind, wo wir herkommen, ist Urheber, sind die Netzthemen, sind die netzpolitischen Kernthemen, Urheberrecht, Privacy, Datenschutz, Open Source, ist richtig. Aber wenn wir der Punkt ist halt, die These halt, dass wir expandiert haben mit klassischen Politikfeldern, das hat uns letztendlich das Genick gebrochen, das ist nicht richtig. Es war nicht allein diese Expansion, sondern es war, dass wir das als Organisation überhaupt nicht umsetzen konnten, weil wir uns an diesen Themen intern zerrieben haben. Das sind da muss man Symptome und Ursachen trennen. Das Symptom ist, dass es uns momentan als Partei sehr schlecht geht, von den Zustimmungswerten her.
Aber das ist ein Symptom. Die Ursachen liegen aber nicht daran, dass wir in klassische Politikfelder expandiert haben, sondern die liegen darin, nein, das ist, die Ursachen liegen darin, dass wir uns parteiintern an diesen Themen aufgerieben haben und dass wir keinen Prozess gefunden haben, wie wir uns da vernünftig abstimmen können, weil das Leadbit keine Akzeptanz hatte, weil wir zu wenig Kapazität haben für Parteitage und so weiter. Das heißt, die Ursachen dafür, das Programm zu expandieren, war aus meiner Sicht nicht unbedingt falsch. Das kann man auch in dem Sinne keinem verbieten, weil wenn man basisdemokratisch unterwegs ist, entscheidet das der Parteitag, uns hat er ja so entschieden. Ich muss trotzdem mal kurz einhaken, mit dem Blick auf die Uhr. Ich bin auch sofort fertig. Das Problem Entschuldigung, ist, aber ihr redet auch die ganze Zeit. Also, jetzt, sorry, aber wir haben... Okay. Ja, genau. Ursache ist halt in dem Sinne, wir haben uns intern halt aufgerieben. Die Ursachen sind intern und daran müssen wir arbeiten. Das hat mit der These aber gar nichts zu tun. Das ist genau der Punkt. Wir kommen immer wieder von der These weg. Und wir verrennen uns in Aufzählungen. Ich gehe auch davon aus, dass die meisten Leute, die im Stream zuhören oder hier sind, wissen, was du meinst, dass man muss dann nicht immer alles immer noch mal mehr Mikro immer noch kleiner machen, weil dadurch wird es immer noch länger und wir haben noch mal ein paar Zeitvorgaben, haben noch eine Frage aus dem Internet, die wir auch noch gern dran kommen würden, um dann noch mal das kleine Schlusswort von Ron. Also das heißt, das ist eins, nee, also, nee, okay. Dann hätte ich noch was. Okay, dann nehmen wir ihn, machen die Frage aus dem Netz, und dann 10 Minuten? Okay, wenn es dann noch reicht, 1, 2 und dann Ron, ansonsten ihr beide unter Vorbehalt. Und los. Also wir wollen ja Thesen. Meine These ist, wir sind eine Volkspartei. Und zwar, Volkspartei kann man ja, wie wir gehört haben, ziemlich unterschiedlich definieren. Wenn ich es jetzt so definiere, dass es das Gegenteil einer Klientelpartei ist, dann würde ich eben darauf kommen, dass wir dann doch eher eine Volkspartei sind. Ganz einfach deswegen, weil ich dieses Klientel nicht sehe. Ich sehe auch nicht 2 oder 3 Klientelgruppen. Ich sehe wirklich überhaupt keine Klientel mehr. Das hatten wir vielleicht früher mal, aber aktuell sehe ich keine Klientelgruppe mehr. Gute These. Ja, erstmal die Frage aus dem Netz war doch, gell? Ja, gut, dann. Der Fisch aus dem Netz. Also Geisterfalle fragt, beziehungsweise er findet die Diskussion Vollprogramm, Kerni und so nicht sinnvoll, fragt lieber, wie soll die Partei wahrgenommen werden? Fragezeichen. Positionen zu anderen Themen sind aber auch wichtig. Darf ich darauf antworten? Okay, also wie die Partei wahrgenommen werden soll, das spielt auch mit rein und tatsächlich stimme ich dir in dieser Ursachen Wirkungsgeschichte zu. Aber wie die Partei wahrgenommen werden soll, um die Frage zu beantworten, ist doch ganz klar. Wir müssen uns jetzt erstmal wieder unser Alleinstellungsmerkmal erarbeiten. Und da sehe ich halt schon, dass wir damit den Netzthemen eine gute Wahl hätten. Vor allem ist das dann auch ein taktischer Rückzug oder ein strategischer. Kommt darauf an, ob man das jetzt mittel- oder langfristig betrachtet sieht. Ja? Indem wir uns eben auf dieses Thema zurückziehen. Das heißt ja nicht, dass wir nicht nachher wieder einen thematischen Ausfall machen können. Außerdem haben wir ja ein Vollprogramm. Wir beschließen das ja jetzt nicht wieder weg. Und wenn, dann ist es basisdemokratisch. Das kannst du niemandem verbieten. Genau. Ich weiß nicht, ob das die Frage beantwortet. Ich wollte es auch nochmal sagen. Ich glaube nämlich auch, dass wir eine Volkspartei sind, weil... Ich glaube, du hast es ganz richtig formuliert, die Klientel gibt es nicht mehr. Also ich denke, wir können jetzt versuchen, uns auf spezifische Teilgruppen zu konzentrieren, aber ich denke, diese Teilgruppen, die gibt es einfach so nicht mehr in dieser zersplitterten Gesellschaft, die wir haben. Weil jeder einmal dieses Problem Netz hat in verschiedenen Dingen, da gibt es aber auch dieses Thema Arbeitsfeld. Ich denke, es gibt einen wichtigen Punkt, der eigentlich uns von allen anderen unterscheidet, ist pragmatisch. Und das ist eigentlich das, was uns auch in der Vergangenheit herausgezogen hat, was du erzählst. Die Piraten, die waren die einzigen, die sich ins Netz geschüttet haben, die Zahlen rausgezogen haben und es präsentiert haben. Und sagen, da, schau nach. Und das ist eigentlich, finde ich, der Kern. Wir sind eigentlich eine pragmatische Partei. Und das ist eigentlich dahin, wo wir weiter dran arbeiten müssen. Wenn wir uns in irgendwelche Wertediskussionen finde ich auch ganz wichtig, aber wenn wir uns in irgendwelche Ideologiefragen zersplittern, dann sind, glaube ich, die Piraten immer das, was die Piraten waren.
darüber können wir uns jetzt herrlich streiten, ob Volkspartei oder nicht. Aber worum es wirklich geht, ist, für mich ist das Netz kein Selbstzweck, sondern das ist ein Mittel, um Politik zu machen. Und wir dürfen nicht vergessen, wenn man wirklich in die Historie schaut, alle Kulturtechnologien, Informationstechnologien, angefangen letztlich von der Sprache, haben zumindest unter anderem geholfen, Politik zu machen. Von der Sprache über die Schrift, Buchdruck, alles. Wir brauchen beim Buchdruck bloß daran denken, durch den Buchdruck gab es die Bauernkriege in Deutschland. Ja? Das ist eine ganz wichtige Sache. Die moderne elektronische Kommunikationstechnologie und Informationstechnologie, die hat das Potenzial, politische Prozesse zu verändern und wirklich zu einer vollkommen neuen Art von Demokratie zu führen. Und das ist in meinen Augen der Grund, warum wir uns mit diesen Themen und der Freiheit des Netzes und all dem auseinandersetzen müssen und dafür kämpfen müssen. Wir wollen neue, bessere politische Prozesse. Also als Resümee muss ich ziehen, dass dieser Blog in keinster Weise funktioniert hat. Sorry. In deinem Sinne. Genau, in unserem Sinne. Ich könnte auch in eurem Sinne fragen, haben wir ein Ergebnis? Also ich sehe kein Ergebnis. Doch. Nur mal eindeutig. Mein Ergebnis wäre die Frage, ob wir eine Volkspartei sind oder nicht, ist unnötig, weil in sehr, sehr kurzer Zeit wird es keine Volksparteien mehr geben. Wir haben die Frage, ihr habt das nicht verstanden, da stand kein Fragezeichen. Das ist eine These. Die Frage war, wer sind wir nicht? Das war die Frage und die hat hier keiner beantwortet. Es ist auch keiner darauf eingegangen, also mal zu sagen, wer wir nicht sind. Die Zielsetzung war ja, wir wollten herausfinden, wer wir sind. Und nicht über Vollprogramm oder Nicht-Vollprogramm oder so diskutieren, sondern wir wollten herausfinden, wer wir sind. Weil es steht nach wie vor meine These im Raum, wir sind Außenseiter und die hätte ich gern weiterentwickelt, verbessert. Eine andere These, eine deutlich bessere These gern gehört. Das haben wir also als Gruppe heute nicht geschafft. Das ist eben, muss man dann sagen, dass wir da ein bisschen am Thema vorbei geredet haben oder wie wir es nicht geschafft haben, auf den Punkt zu kommen. Wie es der Ben so schön gesagt hat, wir können das nicht. Und da würde ich sagen, ja, weil wir Außenseiter sind, können wir das nicht. Und da wäre es schön gewesen, wenn wir das geschafft hätten, aber das haben wir halt nicht geschafft. Vielleicht schaffen wir das in Zukunft, vielleicht entsteht noch eine weitere Diskussion. Das ist ja auch das, was ich anregen möchte, dass wir über diese Thesen weiterhin nachdenken. Die sind ja hier und heute nicht damit abgeschlossen. Wir haben hier schon mehrfach eigentlich in den nächsten Themenblock reingegriffen, nämlich was sind tatsächlich unsere Probleme, also dass wir uns nachher ein bisschen mehr mit der Problemanalyse beschäftigen. Da haben wir dann ja auch den die These, dass wir uns verzettelt haben, was wir jetzt sehr eindrucksvoll auch gerade belegt haben. Wir haben uns hier in den letzten Dreiviertelstunden maßlos verzettelt. Wir haben nur den Block vorgezogen. Das ist jetzt einfach nur schon eine Bestätigung der These im nächsten Block. Und bevor wir den anfangen, machen wir nochmal eine kurze Pause und legen dann mit dem nächsten Block Problemanalyse los. Ja, aber das haben wir doch gerade eben gemacht. Wir sind schon fertig. Ja. Dann werden wir jetzt halt aufklären, wer wir sind. Wir wollten ja über diesen Punkt den nächsten schon klären. Ja, ja. Weißt du, das war die Absicht. Ich bin mit deinem Problem nicht einverstanden.